Kassler, großen Sturmphase im ersten Drittel. Und jetzt hat es einen mitgegeben gegen Geischheimer, der zuvor im Bandenkampf war mit Henricius. Und das ist nicht das erste Ding von Henricius, der relativ gefrustet scheint, hatte eben schon an der Spielerbank der Huskies eine Auseinandersetzung. Und Geischheimer hat sich offensichtlich wehgetan, liegt da vorm eigenen Tor und schützt seinen Kopf. Markus Enders mittlerweile Betreuer bei ihm. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Hat scheinbar einen Stock ans Gesicht, jedenfalls Richtung Kopf bekommen. Und jetzt beraten sich auch die Schiedsrichter und der Linesman, ob da womöglich nochmal der Videobeweis herangezogen wird. Hier sehen wir nochmal erst den Zweikampf, wo Geischheimer seinen Gegenspieler gut pinnt und dann verlässt uns die Kamera. Es kommt aber noch. Schwierig zu sehen aus dieser Perspektive. Auf jeden Fall gab es noch Nachgehake und Gestocher und dabei scheint irgendwie